Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Veranstaltung. Bei Veranstaltungen ist es wirklich so, dass du hier eine ganz, ganz krasse Reichweite hast. Zum einen durch die Promo vor der Veranstaltung, zum anderen natürlich auch bei der Veranstaltung selbst, das Publikum und das Ganze halt dann natürlich auch noch nach, wenn das eine tolle Veranstaltung war, dass die Leute von dir sprechen, dass du gut aufgelegt hast, dass es ein geiler Abend war. Und deswegen sind Veranstaltungen ganz, ganz wichtig. Veranstaltungen sind zum einen eine gute Möglichkeit, um deine Bekanntheit zu steigern. Zum anderen auch generell einfach zu üben, wenn du noch relativ am Anfang deiner Karriere bist. Dann empfiehlt es sich natürlich, Veranstaltungen zu wählen, die noch nicht so groß sind, bei denen du vielleicht noch nicht vor so wichtigem Publikum spielst, also eben dann vielleicht Geburtstage oder private Veranstaltungen, dass du hier schon mal üben kannst. Und auch, um Erfahrung zu sammeln. Also Veranstaltungen sind aus vielerlei Hinsicht ganz, ganz, ganz wichtig und deswegen solltest du dich auch so früh wie möglich damit beschäftigen, wann du vielleicht mal an die Öffentlichkeit gehst, auf Veranstaltungen spielst, eben mal angefangen mit kleineren, unbekannteren Events, nicht direkt versuchen, in den Club reinzukommen und wenn du es sogar schaffst, dann irgendwie den Abend zu versauen und dir dann später so deine Türen wieder zu verbauen. Deswegen beschäftige dich frühzeitig damit. Ist ein ganz wichtiges Tool und schlussendlich geht es ja eigentlich hier auch darum, dass du zu Veranstaltungen kommst und auf Veranstaltungen spielst. Wenn du größere Acts buchst, also selbst eine Veranstaltung durchführst, dann kannst du dich mit ihrem Namen sozusagen rühmen. Also ihr Ansehen färbt auf dich ab. Wenn du es eben schaffst, aus deiner Szene einen großen Star auf deine Veranstaltung zu holen, dann hast du hier eine große Reichweite eben schon vorher, weil die Veranstaltung sich gut teilt, weil die Mundpropaganda groß ist. Und deine Veranstaltung selbst wird wahrscheinlich eben auch sehr groß sein, weil es ein großer Act ist, den du hier an Land gezogen hast. Und im selben Atemzug mit diesem großen bekannten Namen wirst ja auch immer du genannt, weil du stehst auch noch auf dem Flyer, du legst eben auch noch an dem Abend auf. Deswegen ist es eine ganz gute Möglichkeit, dass du hier dadurch, ja, sagen wir mal, großes Marketing betreibst. Außerdem bekommst du dann Connections zu deinesgleichen und sozusagen alten Hasen im Geschäft. Sei es jetzt eben, wenn du selbst auf einer Veranstaltung gebucht wirst, dann solltest du hier auf jeden Fall wieder netzwerken. Wie immer, ganz wichtiges Thema, Vitamin B. Connecte dich hier mit den Leuten. Und auch wenn du selbst Veranstalter bist, dann eben hast du ja logischerweise auch wieder Kontakt zu den Leuten, die du auf deine Veranstaltung holst, beim Location-Besitzer, wo du die Veranstaltung durchführst und so weiter. Deswegen auch ganz, ganz wichtig, dass du diese Veranstaltung nutzt, hier Connections aufzubauen. DJ-Contests sind ja ganz besondere Veranstaltungen, denn hier hast du ein sehr großes Publikum, je nachdem welcher Contest es ist. Vielleicht ist es auch eher ein kleiner, aber wenn du es schon zu den großen schaffst, zum Beispiel auch sowas wie dem Red Bull Freestyle, dann hast du definitiv ein großes Publikum. Außerdem, wenn du hier sehr weit kommst oder im besten Fall es sogar noch gewinnst, hast du hier eine krasse Reputation. Das empfiehlt sich sowieso immer. Und die Hürden bei vielen Contests sind gar nicht so groß. Wenn es eben vielleicht auch ein kleinerer Contest ist in deiner Region, Newcomer-Contest, dann hast du ja hier nicht so riesige Hürden und solltest das auf jeden Fall nutzen, um eben auch wieder zu netzwerken, Erfahrungen zu sammeln und so weiter. Hier sind es auch gute Veranstaltungen, um deine Karriere zu pushen. Wenn du selbst keine Bookings bekommst, dann organisiere die Party einfach selbst. Du wirst zum einen dann bei deinem Publikum bekannt, du kannst sogar durch den Eintritt dann noch Geld verdienen, du musst es wahrscheinlich sogar auch, weil du dir eben noch jemanden anderen buchst, am besten einen großen bekannten Namen. Übernimm dich hier dann nicht, klar, wenn du jemanden buchst, der wie viel 1.000 Euro Gage möchte, dann sprengt das vielleicht den Rahmen. Ist auch die Frage, ob du überhaupt jemand von dem Kaliber an Land ziehen kannst, aber du kannst hier noch sogar Geld damit verdienen. Außerdem kriegst du dann noch Aufmerksamkeit von anderen Bookern und Veranstaltern, denn du musst das Ganze auch irgendwo austragen. Das heißt, hier kannst du auch wieder dann direkt Kontakte knüpfen und andere Booker fragen sich auch, okay, cool, wer veranstaltet das Ganze denn? Wer ist hier verantwortlich? Und so hast du dann auch wieder eine große Reputation.
Wenn du selbst auf dieser Veranstaltung auflegst, was wir dir auf jeden Fall sehr empfehlen, denn dafür machst du das Ganze ja auch in erster Linie, dann kannst du hier gute Erfahrungen sammeln mit dem Publikum eben. Wie liest man sein Publikum, wie entertaint man sein Publikum? Du übst auch eben mal auf einer großen Anlage, das ist immer noch was anderes, als wenn du nur bei dir zu Hause auflegst oder auf kleinen Veranstaltungen. Du kannst eben sehr viel Erfahrung sammeln, wie sich so eine Veranstaltung entwickelt über die Zeit und. Deswegen, also wenn du vielleicht auch an dem Punkt bist, dass du nur selten Bookings hast oder nur ganz klein und irgendwie den Next Step machen willst und es einfach nicht schaffst, das durch Fremdbookings zu gestalten, dann schau, dass du das Ganze einfach selbst in die Hand nimmst. Das hat auf jeden Fall einige Vorteile. Deswegen, egal ob jemand anderes veranstaltet und du hier Marketing für dich machen kannst, dass du einfach einen guten Job machst, dass du dich mit Leuten connectest und so weiter, oder dass du zum Beispiel Contests nutzt oder dass du ja auch im letzten Fall dann noch selbstverantwortlich für die Veranstaltung bist und hier wieder connecten kannst und großes Marketing hast. Auf was es auch immer hinauslaufen wird, Veranstaltungen sind ein ganz krasses Tool eben. Du hast vor der Veranstaltung große Reichweite, du hast während der Veranstaltung dann ein großes Publikum, das du erreichst und auch nach der Veranstaltung wird wahrscheinlich noch über dich gesprochen. Deswegen nutzt das Ganze auf jeden Fall und sowieso ist das ja der Punkt, auf den wir alle hinarbeiten, dass wir später mal auf einer großen, coolen Veranstaltung auflegen können. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.